Im ersten Schritt haben wir gesehen, wieso Pflanzen grün sind und Pigmente wie Chlorophyll Licht absorbieren können. Im zweiten Schritt wollen wir verstehen, wie die flüchtige Lichtenergie in nutzbare chemische Energie umgewandelt wird. Dieser Teil der Photosynthese heißt auch Lichtreaktion. Die Lichtreaktion erfolgt an und in der Thylakoidmembran der Chloroplasten. Die Thylakoidmembran ist hier grün dargestellt. Der Raum im Innern der Thylakoidmembran nennt man Lumen, die Region darum herum heißt Stroma. Hier unten sehen wir einen Ausschnitt aus der Thylakoidmembran. Beginnen wir mit den Zielen der Lichtreaktion, weil wir sie bereits kennen. Ein Ziel der Lichtreaktion ist ATP. Als Energieträger. Und es braucht energiereiche Elektronen in Form von NADPH, um später den Kohlenstoff reduzieren zu können. Um ATP und NADPH erzeugen zu können, muss die flüchtige Lichtenergie in stabile chemische Energie überführt werden. Dieses Schema erklärt, wie das funktioniert. Zunächst fällt auf, dass es rote und blaue Kästchen hat. Das sind Proteine. Die roten Proteine spielen eine Rolle beim Transport von Elektronen. Schließlich braucht es am Ende Elektronen in Form von NADPH, um CO2 in Biomasse umwandeln zu können. Alles, was etwas mit Protonen zu tun hat, ist blau. Die Protonen sind erforderlich, um ATP herstellen zu können. Beginnen wir mit den roten Elektronen und untersuchen, was mit ihnen geschieht. Alles beginnt beim Wasser. Mit Hilfe der Lichtenergie kann Photosystem 2 einem Wassermolekül 2 Elektronen entreißen. Weil das Wasser Elektronen hergeben muss, wird es oxidiert. Es entstehen molekularer Sauerstoff und 2 Protonen. Das ist das, was vom Wasser übrig bleibt. Läuft die Reaktion zweimal ab, reicht es für ein ganzes O2-Molekül, das in die Atmosphäre abgegeben wird. Aus dieser Reaktion stammt der Sauerstoff, den wir einatmen. Um die beiden Protonen kümmern wir uns später. Die 2 roten Elektronen vom Wasser reisen nun durch die Thylakoidmembran. Jedes Mal, wenn die Elektronen auf eine neue Komponente übergehen, ist es eine Redoxreaktion. Die erste Redoxreaktion erfolgt, wenn die Elektronen vom Photosystem 2 auf Plastokinon übergehen. Photosystem 2 wird oxidiert, weil es die Elektronen abgibt. Plastokinon wird reduziert, weil es die Elektronen aufnimmt. So geht die Reise weiter über Cytochrom B6F und Plastocyanin zu Photosystem 1. Bei jeder Übertragung oder Redoxreaktion verlieren die Elektronen etwas Energie. Wenn sie schließlich beim Photosystem 1 ankommen, sind sie relativ energiearm. Chemisch sagt man, das Redoxpotential ist positiv und meint damit,
das eine Verbindung seine Elektronen nicht gerne hergibt. Damit die Elektronen ihr Ziel, NADPH, erreichen können, ist nochmals ein Energieschub in Form von Licht erforderlich. Wenn das Photosystem 1 Lichtenergie absorbiert, bekommt es ein stark negatives Redoxpotential. Das bedeutet, dass es die zwei Elektronen jetzt bereitwillig abgibt. So erreichen die beiden Elektronen über die Zwischenstationen Ferredoxin und Flavin-Adenin-Dinukleotid schließlich ihr Ziel, NADPH. NADPH hat noch immer ein negatives Redoxpotential. Das bedeutet, die beiden Elektronen sind noch immer energiereich, werden bereitwillig abgegeben und können so später auf den fixierten Kohlenstoff übergehen, um ihn zu reduzieren. Fassen wir das bisherige zusammen. Lichtenergie treibt die Oxidation von Wasser an. Die abgespaltenen Elektronen gelangen über die rote Elektronentransportkette schließlich zum NADPH. Was jetzt noch fehlt, ist ATP. Um verstehen zu können, wie ATP entsteht, betrachten wir alles, was blau ist. Bei der Spaltung von Wasser entstehen neben Sauerstoff auch zwei Protonen. Das sind diese Protonen hier. Diese beiden Protonen entstehen im Lumen der Thylakoidmembran. Auf der anderen Seite der Thylakoidmembran entstehen keine Protonen. Mit der Zeit werden es also immer mehr Protonen, wodurch der pH-Wert im Lumen sinkt und es saurer wird. Wenn die Elektronen von Photosystem 2 auf Plastokinon übergehen, geschieht das auf der Stroma-Seite. Das Plastokinon nimmt hier aber nicht nur zwei Elektronen auf, sondern auch zwei Protonen. Wie eine Fähre oder ein Shuttle transportiert das Plastokinon zwei Elektronen und zwei Protonen zum Zytochrom. Dort angekommen, bindet es jedoch auf der Lumenseite an das Zytochrom. Wenn Plastokinon die beiden Elektronen auf Zytochrom überträgt, werden auch die zwei Protonen freigesetzt. Wichtig ist jetzt der Ort der Protonenfreisetzung. Wir sehen, dass die zuvor auf der Stroma-Seite gebundenen Protonen nun auf der gegenüberliegenden Seite ins Lumen abgegeben werden. Also hier. Anschließend geht das leere Plastokinon zurück zum Photosystem 2 und nimmt erneut zwei Elektronen und zwei Protonen auf. Plastokinon wirkt so wie eine Protonenpumpe. Es transportiert permanent Protonen aus dem Stroma ins Lumen. Doch woher stammt die Energie dafür? Sie kommt aus den Redoxreaktionen der ebenfalls mittransportierten Elektronen und damit indirekt vom Licht. Man könnte auch sagen, die Elektronen müssen arbeiten, um den Protonentransport zu ermöglichen. Dabei verlieren sie Energie. Deshalb brauchen sie später beim Photosystem 1 nochmals einen Energieschub in Form von Licht, um NADPH erreichen zu können. Im Lumen steigt die Konzentration der Protonen permanent an und es wird immer saurer.
Einerseits entstehen neue Protonen bei der Wasserspaltung, andererseits pumpt das Plastokinon Protonen aus dem Stroma ins Lumen. Im Stroma hingegen sinkt die Protonenkonzentration und der pH-Wert steigt. Dazwischen liegt die trennende Thylakoidmembran. Auf diese Weise ist ein Protonengradient entstanden. Der Konzentrationsunterschied der Protonen ist ein elektrochemischer Gradient. In diesem elektrochemischen Gradienten ist viel Energie gespeichert. Wie Wasser aus einem Stausee freiwillig ins Tal fließt, so möchten auch die Protonen aus dem Lumen ins Stroma gelangen, um dort den Konzentrationsunterschied auszugleichen. Wenn Wasser ins Tal fließt, lässt sich mit einer Turbine Strom erzeugen. Wenn die Protonen gezielt durch die Membran geschleust werden, übernimmt das Enzym ATP-Synthase die Rolle der Turbine. Anstelle von Strom erzeugt die ATP-Synthase jedoch energiereiches ATP aus energieärmerem ADP und Phosphat. Die Energie für die ATP-Synthese stammt aus dem Protonengradienten.